Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Sektion der Formationsleder am Donnerstag, dem 16. April 2015. Und Freunde, heute machen wir eine Art Indexbuntes, denn Silvio ist verhindert und deswegen schauen wir heute auf den DAX, auf die weiteren deutschen Indizes und wir schauen auf die US-amerikanischen Indizes. Dafür ist es nach meinem Dafürhalten ganz wichtig, dass wir uns auch nochmal Euro-Dollar anschauen. Euro-Dollar hat ja aktuell eine eindeutige negative Korrelation zum DAX, schwacher Euro über den Monatschart bedeutet starker DAX sieht man hier relativ eindeutig. Wenn wir jetzt den Monatschart beim DAX wegnehmen und nochmal auf Euro-Dollar schauen, ich habe es Ihnen schon mal gezeigt gehabt, der Euro hat gegenüber dem Dollar im Monatschart wohlgemerkt einen Trendkanal und wir sind hier einer unteren Begrenzung des Trendkanals angekommen. Gleichzeitig haben wir hier eine aufsteigende Trendlinie die kommt von sehr sehr weit zurück damals gab es den euro nicht das ist aus dem eurokorb rückgerechnet wenn sie so wollen wir sind also nicht weit weg von einer kreuzunterstützung für den euro. nachdem der markt diese starke bewegung gemacht hat ist es schwierig und nicht sehr wahrscheinlich für die Euro-Bären nochmal eine stärkere bärische bewegung zu machen eher ein pullback erscheint hier über den monatschart gesprochen wahrscheinlicher und deswegen sollte es dann auch für den DAX schwierig sein. Es sei denn, tatsächlicherweise will der Euro hier durchfallen, die Wahrscheinlichkeit jetzt sofort hier nach dieser Bewegung hier nochmal eine stärkere Fortsetzung zu machen, ist gerade nicht so groß. Gleichzeitig ist es so, dass der Euro gegenüber dem Dollar über den Tageschart hier runtergelaufen ist in Richtung 10460, eine bullische Bewegung gemacht hat und dann so über die kleinere Zeiteinheit eine Art Doppeltop gebildet hat. Und hier an die Nackenlinie rangelaufen ist, und das habe ich mir jetzt mit Argus Augen angeguckt, was heute Vormittag los war, denn das ist die Nackenlinie des Doppeltops über die kleinere Zeiteinheit. Wir haben etwas weiter drüber die 20-Tage-Linie, wir haben keine richtige Unterstützung von den Indikatoren, Oszillatoren. Und deswegen hat der Markt hier auch das Potenzial, eine Gegenbewegung zu machen, technisch gesprochen, mit dem Wissen, dass wir im Bereich einer Unterstützung sind. Für den Fall, dass der Euro gegenüber dem Dollar fällt und vielleicht sogar noch ein bisschen tieferes Tief machen möchte, für den Fall, falls das passiert, kann der DAX durchaus seine Bewegung fortsetzen. Schafft der Euro aber hier diese Zone aus dem Weg zu räumen, im Bereich 1,047, 1,08 und dann eine Fortsetzung zu machen, wieder in Richtung 1,1 zum Beispiel, dann gerät der DAX wahrscheinlicherweise noch stärker unter Druck. Und deswegen müssen wir uns auch ganz genau Euro-Dollar angucken. Wenn wir uns den DAX anschauen, ich habe jetzt diese aufsteigende Trendlinie über den Tag eingezeichnet auf Schattenbasis. Und das, was man sehen kann, ist, wir haben hier unten im Bereich von 12.000 die psychologische Marke, wir haben die 20-Tage-Linie und wir haben auch über die Stunde die 200-Stunden-Linie. Das ist eine vierfache Unterstützungszone. Und es wird nicht einfach werden, sofort diese Unterstützungszone für die Bären Bärisch aufzulösen. Falls wir denn hier hinkommen. Denn. Eventuell und möglicherweise bilden wir hier auch schon eine Art Bullenflagge. Dafür wird es aber wichtig sein, dass wir hier diese Zone halten können. Können wir die nicht halten, insbesondere hier das Tief von heute, was bei 12.120 war, dann ist das Potenzial in Richtung 12.040, 12.000. Ich hatte Ihnen gestern gesagt, es wäre nicht so schön, wenn wir hier deutlich unter diese offene Kurslücke fallen würden. Aber, falls das passierte, ist nicht alles für die Bullen sofort vorbei. Entweder wir geben diese Zone bärisch auf, dann müssen wir uns darauf konzentrieren. Schaffen die Bullen das zu halten? Sprechen wir gleich miteinander, was dann möglich ist. Schaffen die das nicht zu halten? Ja, dann haben wir eine Keilformation bärisch aufgelöst, was dann auch über den Tag unterstützt werden würde. Und dann sind die Ziele 11.000. 800 und 11.600, möglicherweise 11.500, falls diese Unterstützung nicht hält. Falls diese und diese Unterstützungen halten, dann je nachdem, wenn wir auf der falschen Seite der Trendlinie sind, dann müssen wir gucken, was hiermit ist, dann ist aber der nächste größere Widerstand 12.200 mit der oberen Begrenzung dieses möglichen Keils. Und verzeihen Sie bitte dieser möglichen Flagge. Und wenn die bullisch aufgelöst worden ist, dann kann der DAX durchaus nochmal hier nach oben hinlaufen, in Richtung 12.400, in Richtung des Allzeithochs. Und dann müssen wir uns fragen, können wir sogar diesen Keil nochmal bullisch auflösen, das heißt über den Tag hier diesen Widerstand nochmal bullisch überwinden. Das hier also, diese Zone ist eine Art neutrale und eine Art Entscheidungszone. Für diejenigen, die Positionen hier im Markt haben, ist es nach meinem Dafürhalten ganz wichtig, machen wir es mal hier so als äh, Entscheidungszone, dass die einfach an ihren Positionen festhalten. Weder wegwerfen, noch sagen, ich kaufe jetzt nach, weil es steigt, noch jetzt im Bereich einer möglichen Unterstützungszone sofort hier bärisch zu gehen. Darüber ist sogar noch mehr Potenzial, darunter ist die Keilformation bärisch aufgelöst worden. Und wie gesagt, die Ziele sind dann 11.800, 11.600 auf der Unterseite. Wenn man sich den MDAX anguckt, der MDAX macht hier eine lupenreine High Base mit dem Potenzial der Fortsetzung. Nochmal eine Fortsetzung durchaus in Richtung 22.000. Also der breitere MDAX sieht nach wie vor eher stark aus. Schaut man sich den S-Dax an, auch der S-Dax, aktuell mit einer Seitwärtskonsolidierung, sogar leicht nach oben gerichtet, K und D-Linie umeinander geschlungen und sogar das Potenzial, hier nochmal 100 Punkte draufzulegen, 9000 ist dann die nächste größere und runde Widerstandsmarke. Also S-Dax und M-Dax sehen nach wie vor bullisch aus mit dem Potenzial der Fortsetzung. Der Tech-Dax, der kämpft hier immer noch mit dieser Allzeit Hochmarke macht ein Pullback, was aber stärker aussieht als der DAX selbst und auch Potenzial hat, sogar nochmal hier eine Fortsetzung zu machen für den Fall, dass wir ein höheres Hoch bilden. Alle haben nach wie vor eine K und D Linie umeinander geschlungen oberhalb der 80er. Der DAX hat aber jetzt hier heute eine Verkaufsformation ausgelöst. Darauf wird es zu achten sein, die Zone um die 12000, 12040 mit der 20 Tage Linie, mit der 200 Stunden Linie und mit dieser aufsteigenden Trendlinie. Wenn wir den Blick auf die US-amerikanischen Indizes werfen und hier auf den SP 500 gucken, der SP 500 hat hier eine Dreiecksformation bullisch aufgelöst, hat aber, und das ist nicht zu unterschätzen, mit einer überkauften Marktsituation den nächsten Widerstand im Bereich des Allzeithochs. Dass der SP 500 in diese Allzeithochmarke anläuft, erscheint wahrscheinlicher, 2120. Wenn die bullisch aufgelöst worden ist, ja, dann kann der Markt 2150 und sogar 2160 machen. Das ist dann hier diese rote Trendbegrenzende Linie, alles innerhalb einer Keilformation wohlgemerkt. Wichtig ist also für eine Fortsetzung, dass der SP 500 neues Allzeithoch generiert und damit dann eine Fortsetzung stattfinden kann. Schaut man sich wiederum den NASDAQ Composite an der Komposit, der hat hier diverse Keilformationen bärisch aufgelöst und ist wieder reingelaufen. Also eine war zum Beispiel von hier, diese Unterstützung haben wir bärisch aufgelöst, bullisch, wieder bärisch, wieder durchgelaufen. Wir haben aber noch eine weitere bärische Keilformation hier gehabt, Unterstützung, 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 mit Volumen bärisch aufgelöst worden, getestet, getestet. Gleichzeitig sind wir hier im Bereich des Allzeithochs. Wichtig ist, dass wir hier diese, diese Hochs was wir im März dieses Jahres hatten aus dem Weg nehmen können, dann ist das nächste Ziel 5100 dann wieder große Widerstandslinie, bestehend hier seit September 2014, das ist dann die nächste größere Widerstandszone. Für den Fall also, dass der Markt hier wieder es schafft in diesen Kanal reinzukommen, dann ist das die nächste Widerstandszone. Es ist auch möglich und das muss man sich dann auch ganz genau anschauen dass hier der Komposit auf der falschen Seite der Trendlinie hier langsam sich weiter vorarbeitet und hier sogar neue Hochs generiert. Dafür muss man aber wissen, dass wir hier auf der falschen Seite einer möglichen Keilformation sind. Und last but not least, schauen wir uns den Fuzzi an. Hier sind wir ja long, also FTSE 100. Der Markt hat hier, kann man sehr gut über die Woche sehen, viele Jahre mit der 7000er Marke gekämpft. Und dann hier eine trendbegrenzende Linie gebildet in diesem Aufwärtstrend. Ist über die 7000 gegangen, ist daran gescheitert, ist nach unten gelaufen und hat das dann bullisch aufgelöst. Wir haben die K und D-Linie umeinander geschlungen, wir haben einen frischen Ausbruch. Das sieht hier nach einer bullischen Konsolidierung mit dem Potenzial der Fortsetzung sogar in Richtung 7500 und möglicherweise darüber hinaus aus. Hier bleiben wir übergeordnet und mittelfristig beim Fuzzi auf der... Longseite. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleibt also heute nur noch heute Abend eine Rohstoff-Tagesausgabe. Sind Sie ganz herzlich eingeladen, mit dabei zu sein, wenn Sie mögen. Mein Name ist Hamed Esnarchari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.